Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Pelagim. So, Leute, heute ist die neue Saison, Leute. Bin ich mal extrem gespannt, Leute. Wir spielen ein sehr hartes Turnier, Leute, finde ich. Mit drei guten Teams in unserer Gruppe und natürlich andere drei in der anderen Gruppe. Muss man so. Und es war nicht schon nicht schlecht, Leute. Da haben wir schon mal eine gute Gruppe erwischt, Leute. Gegen Barcelona spielen. Ja, genau, das ist schon nichts. Die wissen wir ja schon, die sind ja schon ausgeliehen, die zwei, Hoffmann und Simmons. Aber mit Ding ist echt seltsam mit Michel Grosso, finde ich. Ehrlich, ein bisschen seltsam. Aber Leute, heute fangen wir mit dem Spiel an, würde ich sagen. Tumor gegen Barca, Leute. Wie ihr seht, hab ich auf Legende mal hochgeschaltet, Leute. Wir werden jetzt mal versuchen, auf Legende es weiter zu spielen, Leute, würde ich sagen. So zu sagen, wir spielen jetzt auf Legende weiter, würde ich sagen. Und dann schauen wir einfach, was passiert. Die Spieler lassen wir jetzt und dann würde ich sagen, starten wir mit unserer Mannschaft, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie wir es hinkriegen heute. Wir haben zwei harte Gegner, Barcelona. Und dann geht's noch mal gegen ein chinesisches Team. Shanghai, glaube ich, oder so, oder, ja. Oder ein asiatisches Team, so besser. Ein asiatisches Team. Sozusagen, asiatisches Team. Und da hoffen wir, dass wir heute ein schönes nach den zwei Spielen schon durch sind. Es wäre cool, wenn wir durchkommen würden, jetzt schon. Nach den zwei Spielen. Aber es könnte auch sein, dass es knapp werden könnte. Das heißt, das eine Spiel müssen wir gewinnen gegen die Asiaten. Das asiatische Team von China. Das Team von China. Gegen Shanghai müssen wir gewinnen. Ohne das hätten wir keine Chance, das Ding zu gewinnen. Aber wir schauen einfach mal. Wenn da neue Spieler mitgenommen, ob sie heute alle spielen, werden wir sehen, Leute. Bin ich mal gespannt. Und ich bin mal gespannt, wie Legende so laut, Leute. Und wir haben noch eigentlich, mit Alaba werden wir schauen, was mit Alaba passiert, ob er geht oder bleibt, werden wir sehen. Wir haben Upamecano geholt. Wenn Alaba gehen soll in dieser Saison, haben wir einen Hammer, ne? Und dann brauchen wir aber noch einen Bäcker. Und für die Außenseite habe ich auch einen geholt. Und jetzt noch für die Außenbahn und Innenverteidiger. Oder wir finden einen guten Innenverteidiger, den wir auf die Außenposition bringen können. Das werde ich auch noch überlegen, Leute. So machen wir. Und wir gucken einfach. Leider ist immer noch Kingsley Coman ausgefallen. Das ist halt ein großes Problem, Kingsley Coman. Das ist halt das Problem, was wir haben. Das halt ausgefallen ist. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Die Angriff von von Barca ist gut. Fati, Griezmann von Madrid. Und Messi natürlich, Messi. Oh Mann, das sind echt ultimativ gute Spiele, muss man sagen. Jetzt schauen wir mal, wie wir das Spiel auf Legende hinkriegen wollen. Okay, Barcelona ist schon. Ein bisschen zu lang der Ball und zu ungenau. Abseits, gut. Die Abseitsfalle funktioniert auch wieder, auch wenn wir sie nicht trainieren und nicht offiziell praktizieren.
offiziell nicht Bratz, ne? Alter. Junge, die Barca sind aber in der Defensive sehr euphorisch, Leute, muss man sagen. Das muss man schon sagen, Leute. Die sind schon sehr euphorisch. Wir können schön angreifen gegen die Barcelona. Ui, jetzt Messi Top-Chance. Messi erste Top-Chance. Okay, war knapp, aber okay. Und bei den Pässen müssen wir jetzt aufpassen, Leute. Auch. Oh, Alassane ist schon schneller. Alter. Boah, Junge, zwei Top-Chance, aber na, ich hätte vielleicht auf die Mitte spielen sollen. Na, bitte. Ah, schade. Okay, die... Oh, Alter, Alter, du hast aber Ding richtig Schweinkart, Alter. Oh, Alter, schon wieder nicht durch. Alter, Mann, wir haben top, schon die dritte Top-Chance, Alter. Die dritte Top-Chance und nicht kriegen. Und die nächste Top-Chance und wir haben wie um ein Ball nicht rankommen. Und das ist halt. Ja, okay, ist dann heute die. Oh, die Spiel. Hoffentlich kein Abfall. Und es war kein Abfall und das ist wichtig. Kein Abfall. Lewandowski ist bereit. Lewandowski ist wieder on fire, wie immer. Ist wieder on fire, Leute. Okay, Müller wäre auch frei gewesen, ein bisschen. Wäre auch machbar gewesen. Müller wäre auch, okay, wir müssen noch gucken, wie man das mit einem Stürmer macht. Wir brauchen noch einen schnellen, aber das gucken wir, wie wir das machen, ja. Mit Argentiner Hammer, ja, eine, ach so, ein Spieler, den man nach vorne durchjagen könnte. Und jetzt hat Bas, jetzt muss Bas ein bisschen aufpassen, Leute. Ah, schlechter Pass von Müller. Nicht Müller. Leon. Okay, jetzt die Mitte bitte. Oh Mann, die Mann. Alter Mann, du warst so. Ach Gott, Mann, ach Gott, oh Mann. Alter Mann. Ach, warum haben wir den Ball nicht weggekriegt? Warum haben wir den Ball nicht weggekriegt? Und es war so ein Aufbaufehler, Leute. Ja, wir müssen die Mannschaft. Jetzt ist wieder alles offen, Leute. Wieder alles offen. Sané geht, greift nicht an. Okay, wir haben... Okay, so. Gnabry, gut. Geht er durch, kommt da durch. Ja.
Cool. Ja, zu nah am Tormann, Leute, zu nah am Tormann. Zu nah am Tormann. Achtung, Vorsicht, das ist gut. Aber Lucie Lindner. Gnabry kommt da dran. Ist das? Ah, ich wollte auf dem die Idee war nicht schlecht, aber jetzt sind wir ein bisschen zu wenig im. Mann. Oh Mann, jetzt sind wir Fatih Saul alleine. Und jetzt müssen wir in Kreuzgang mal ein bisschen Tempo machen. Auf Lewandowski, Power, 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 jetzt gibt Gas. Oh, gut. Gut, Kimmich. Ah, das war nicht schlecht. Dann müssen wir jetzt gucken, wie wir die Flanken hinkriegen. Okay, ruhig spielen, Leute, sachlich spielen, wir wissen, wir haben Zeit. Wir haben. Ah, oh, Pech, Alter. Oh Mann, die nächste Top-Chance. Oh, Alter, war das wieder knapp von Zahn. Nee, Leute, war das knapp gerade. Okay, war knapp. So. Aber kriegst man nicht schnell, Leute. Okay, kriegst man nicht schnell. Oh, Alter, David, was von. Okay, da müssen wir noch ein bisschen aufpassen mit der Mannschaft. Nehmen wir die Mannschaft noch ein bisschen ab. Alter, Madrid liegt zurück, Leute. Madrid liegt zurück, Leute. Das heißt, ein Sieg wäre. Alter, mit dem Sieg wären wir schon. Boah, wäre das cool. Oh, Mann, Lewandowski, wenn er schneller geht. Okay, mein. Ah, ja. Okay, ja, die Idee war nicht schlecht. Ja, die Flanke solle wäre vielleicht besser gewesen, Leute. Wenn ich flankt hätte auf. Aber naja. Weiß man immer erst später. Weiß man immer erst später, Leute. Weiß man immer erst später, Leute. Okay, die spielen uns noch so schnell die Bälle durch die Mitte.
Boah, fast durchkomme, fast durchkomme. Boah, schade. Alter, wenn der nicht abseits gegangen wäre, Alter, hätte man vor Sané Müller und dann hätte man voll drauf rotzen können. Aber ich sag ihn. Okay, Bayern und Barca sind dran. Ja. Ah, Mann, schon wieder Fehler. Und wieder so ein leichter Fehler in der Aufbauspiel, Leute. Das ist unser Fehler im Aufbauspiel, Leute. Das ist unser Problem im Aufbauspiel, Leute. Das machen wir zu leichte Fehler, Leute. So haben wir das erste Tor kassiert. Ah, Mann, warum kriegen wir den Ball wieder nicht mehr? Das sind die komischsten Bälle. Oh, Mann, Griezmann, den kriegen wir irgendwie nicht unweg. Griezmann kriegen wir nicht unter Kontrolle. Griezmann. Ah, oh Mann, da ist wieder keiner in der... Ah, oh Mann, nur Lewandowski, Alter, Mann. Und wieder ein Leichtingsfehler. Wir machen zu mehr die Leichtingsfehler und Griezmann ist wieder am Ball. Wir müssen ruhiger spielen, Leute. Ruhiger und sachlicher jetzt. Hopp, Sané. Ja. Ah, guck mal, Sané konnte, hatte Ball einfach schlecht angenommen und konnte nicht schnell genug weiterspielen. Das war unser Problem. Mann, das war unser Problem. Ah, Mann, der Krieg. Oh, Mann. Oh, Alter, heute ist nicht unser Tag gerade. Oh, nee, Chris, man kriegt den Ball wieder durch, alter Mann. Nicht. Oh, ein bisschen zu langsam. Ruhig bleiben, Leute. Oh Mann, warum will der Baldo? Warum gehen die einfachen Bälle nicht rein, Leute? So Leute, jetzt werden wir mal die ersten Wechsel machen, würde ich sagen. Sané, Gnabry raus, Hudson-Odoi, dann er raus und Müller für ihn rein, Leute. Friedrich würde ich dann warten wir noch, Leute, mit Friedrich. Upamecano auch heute. Ne? Aber die kommen werden auch Spiele. Oh man, Alter, das ist ein kleiner Fehler in der Abwehr und dann haben wir das Cut, Leute. Wir sind einfach nicht durchgekommen.
Oh Mann, das ist. Oh, krieg. Oh Junge, schau mal. Alter, was für ein Spiel jetzt, Leute. Was? Wir kommen nicht durch. Nun. Oh Mann. Mann, ein Punkt nur, Leute. Oh, wieder nicht durchkommen, Mann, ich krieg die Krise heute. Ach, ne. Mann, das Spiel hätte man gewinnen müssen, Leute. Das hätte man gewinnen müssen eigentlich. Nur durch ein kleiner Fehler, Leute. Ein kleiner Fehler. Oh Mann. Ein kleiner Fehler, Leute. Alter, ein kleiner Fehler. Das war unser Problem. Eine kleine Fehler. Ah, unser. Und, ah, 8 Punkte. Oh, Alter. Alle beide haben unentschieden gespielt. Beide Teams. So Leute, die ich aber noch vorspule zum nächsten Spiel. So, jetzt gehen wir live für 2 nach Barcelona. Wow. Leute, würde ich sagen, soll, für 2 Jahre wieder nehmen. Tun wir verhandeln, Leute. Alter, für 2 Jahre nach Barcelona. Alter. Es wäre mega, Alter, für ihn, Leute. Wir können da vielleicht richtig nochmal einen Push kriegen, Leute. Mit Messi spielen und so. Wow. Laie 2 Jahre. Wir können ja immer wieder zurückholen, Leute. Wir können ja immer ihn zurückholen. Wir können ja immer zurückholen, Leute. Wenn er dann zu, wenn er zu stark wird, können wir ihn ja zurückholen, Leute. So würde ich sagen. Ich würde sagen, mir zu, dass mir ihn komplett für, möchte ich die Sache mal akzeptieren, sag. Jawohl, ja, Alter, Friedrich nach Barca, alter Schwede, das ist heftig. Aber nicht schlecht, Leute, eigentlich. Eigentlich nicht schlecht, dass er wirklich, dann, da können er vielleicht sich richtig nochmal, nochmal richtig nochmal auf hoch gehen, Leute, da bin ich auch mal gespannt. So, aber ich würde sagen, gegen Madrid spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.